Die Plejaden und das Universum und die Farben und Energien des Universums. Wichtige Botschaften stehen heute an. Ich habe den Hintergrund extra so gewählt mit so Pastelltönen, sodass ihr das so ein bisschen euch vorstellen könnt, was ich immer sehe, wenn ich unterwegs bin im Universum, denn dort gibt es so viele verschiedene feine Pastelltöne oder auch andere, die gehen auch ineinander über, so ähnlich wie hier, und die sind, sag ich mal, Farben, die wir gar nicht kennen. Und das hilft so ein bisschen, die Fantasie anzuregen, um da auch einen Zugang zu bekommen. Deswegen dieser Hintergrund heute. Ja, und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Es geht heute um die Lichteinstrahlungen von den Plejaden, von der plejadischen Energie, was die mit uns macht und wie die uns hilft in der Zeit des Übergangs, welche Unterstützung wir bekommen. Das werde ich heute für euch channeln. Denn es ist wichtig, dass die Allgemeinheit auch da so ein bisschen erfährt, wie die geistige Welt die Dinge nutzt, die auf der Erde geschehen. Und das ist also dieses Thema. Ihr habt sicher von den Monolithen gehört, die überall so auf der Erde entstehen, die plötzlich da sind und wieder weg sind und so. Und es gibt tausende von Gerüchten, ja, übertrieben jetzt gesagt, es gibt also einige Gerüchte, die dann letztendlich auch das abtun und sagen, ist ein Werbegag. Und man kann jetzt darüber denken, was man möchte. Die Plejaden, die Menschen, nicht die Menschen, aber die Wesen von Plejaden haben da eine ganz andere Auffassung dafür. Und das werden wir im Channeling hören. Und das finde ich ja schon sehr erstaunlich und freue mich darauf, was da gesagt wird. Und ihr könnt es so jeder für euch, für eure Wahrheit, das annehmen oder nicht annehmen, das ist ja freigestellt. Es ist jetzt einfach mal eine Botschaft und ich habe mir echt, seitdem der erste Monolith aufgetaucht ist, hatte ich diese Botschaft bekommen und habe mir das echt wochenlang überlegt, ob ich euch das darbringen soll. Und jetzt ist aber der Druck so groß, die Impulse so groß, dass es heißt, tu es bitte. Und dann kann ich ja immer nicht Nein sagen. Dann sage ich, okay, ich tue es. Und jeder von euch sollte sich stets von jeder Botschaft, von egal wer was sagt, seine eigene Meinung oder sein eigenes Empfinden bilden. Ne, das ist wichtig, dass ihr mit eurem Herzen schwingt und dann auch wisst, das fühlt sich für mich richtig an, das andere nicht so sehr, folgt also eurem Herzen und eurem Gefühl, dann seid ihr immer auf dem richtigen Weg und werdet immer genau das, auch wird zu euch kommen, was richtig ist. Und so mache ich das ja auch. Und dadurch bin ich also so weit gekommen. Und die vielen hohen lichten Wesen von den Plejaden, die sind euch bekannt. Sie sind auch bei uns und unterstützen das ganz große Geschehen. Und von daher ist es wichtig, dass wir auch mal wirklich eine Botschaft bekommen. Und ich will jetzt auch gar nicht länger um den heißen Brei herumreden, sondern ich werde jetzt mich gleich hineinstürzen in die Botschaft, in diese wundervollen Energien, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude dabei. Vorher sprühe ich mich ein, das ist ganz klar. Das geht überhaupt nicht anders. Smarana-Energie und die 999 wollen wir auch haben, weil die 999 mich dann ganz tief verbindet. Ich stimme mich ein und ich bitte um Schutz für mich, um Schutz für dich, um Schutz für uns alle, um die reinsten und höchsten Botschaften der Liebe zu empfangen.
So legt sich der Schutz wie ein schöner, weicher, warmer Mantel um deine Schultern. Und du kannst getrost dich fallen lassen. Du kannst getrost diese Botschaft anhören. Gehe, bevor ich beginne, in dein Herz, dehne dich mit Liebe aus und stelle deine Aufmerksamkeit auf Empfang. Ich danke für die Verbindung zu den Plejaden, öffne meinen Kanal und richte ihn aus. Es spricht Arcana. Arcana, eine Abgesandte aus dem Rat der Plejaden. Geliebte Menschen der Erde, seid gegrüßt in der höchsten Liebe der plejadischen Energie. Ich, Arcana, wurde auserwählt, um diese Botschaft zu überbringen. Und so höre meinen Worten. Lausche der Botschaft von Arcana. Wir sind stets bemüht, Energien auf die Erde zu senden, um euch in eurem Aufstiegsprozess zu unterstützen. Diese Aufgabe nehmen wir sehr ernst. Und so haben wir in unseren Beobachtungen festgestellt, dass die Menschen eine sehr große Aufmerksamkeit auf die Geschehnisse des Monolithen legen. Aus diesem Grunde haben wir begonnen, an jeder Stelle, wo sich ein Monolith befindet oder befand, eine Lichtsäule entstehen zu lassen. Und diese Lichtsäule wird mit unserer Energie genährt. Das bedeutet, dass wir im Begriff sind, ein Lichtnetz auf der Erde entstehen zu lassen, um die plejadische Energie für euch zur Verfügung zu stellen. Und auch an anderen Stellen werden diese Lichtsäulen von uns weiter ausgebaut. Die plejadische Energie trägt ein sehr hohes Licht der Liebe. Es ist die Liebe aus dem kosmischen Gleichgewicht, welche, wenn du sie einatmest oder wenn sie dich berührt, deine Sinne öffnet und du die Unendlichkeit, die unendliche Weite deiner Seele spüren kannst. Und du auch die Größe deines Lichtes spüren kannst. Und so empfehlen wir dir, dich mit Arcana zu verbinden und gleichzeitig mit den Lichtsäulen zu verbinden. Es reicht ein Gedanke. Mit diesem Gedanken bist du verbunden mit unserer Liebe und unserem Licht. Wir bringen das Gleichgewicht auf die Erde, das Gleichgewicht der Liebe, welches heilt und dich ausdehnt, welches dich die Dimensionen der Liebe fühlen lässt
und deine Zugehörigkeit wird in dir gestärkt. Diese Energie wird dich dazu bringen, dich selbst zu erkennen und zu fühlen, wer du in Wirklichkeit bist. Und so gebe ich dir nun ein wenig Zeit, diese Energie zu fühlen. Die Energie aus den Plejaden, welche wir über die Orte der Monolithen auf die Erde bringen und dort verteilen. Nun, wenn du dich in diese Energie fallen lässt, werden wir für dich singen. Wir singen die Töne dieser Energie. Und so lasse dich nun hineinfallen, lasse dich tragen und dehne dich mit dieser Energie aus, um zu spüren, was für dich gut und richtig ist. Lasse dich von uns in deiner Seele berühren. Lasse dir zeigen, was alles für dich möglich ist. Die Liebe heilt jede Wunde. Und so ist unsere Liebe mit dir. Arcana verabschiedet sich von dir. Und voller Liebe schließe ich die Energie für den Moment, bis du wiederkommst, denn dann werde ich erneut bei dir sein. Ja, sowas. Jetzt ist es also heraus, jetzt ist die Botschaft da und mich hat das sowas von fasziniert. Sowas von in den Bann gezogen und ich weiß nicht, ob ihr es gespürt habt, jetzt diese ganz besondere Energie von den Plejaden und sie ist hier auf der Erde. Sie ist für uns da, es reicht wirklich der Fokus, um uns damit zu verbinden. Unglaublich, unglaublich schön. Oh, ich bin noch richtig hin und weg. Ich schwebe noch und ach, Arcana ist so ein schönes, tolles Wesen. Man kann sich das jetzt gar nicht so vorstellen mit den menschlichen Augen. Sie hat so eine ganz helle Haut, große Augen und leuchtet. Sie leuchtet so hell. Es ist unglaublich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt dadurch ein besonderes Erlebnis haben können. Und ja, entscheidet für euch selbst, was das mit euch macht, wie ihr damit umgeht.
Die geistige Welt stellt uns ja viele verschiedene Werkzeuge zur Verfügung und wir dürfen sie annehmen oder auch nicht. Jeder hat den freien Willen. Und ich danke nochmal. Ich bedanke mich bei dir, Arcana, bei dem Rat der Plejaden, dass dies heute geschehen durfte. Und ich wünsche euch allen eine wundervolle Zeit der Erfüllung, der Neuausrichtung und der Kraft. Habt Frieden. Bis zum nächsten Mal. Ein Küsschen. Ich hab euch so, so lieb. Bis dann. Tschüss.